Ich glaube, ich habe euch was versprochen. Ich habe diesen Video, wie ihr Beispiel den USB-Stick mit dem Linux, euch gezeigt, wie ihr das booten könnt. Und jetzt zeige ich euch die komplette, wie das mal rüberziehen könnt. Und ob ihr es haben möchtet, dann seid ihr dieses Video angestoßen. Wir gehen hier einfach mal gucken. Jetzt muss ich schauen. Wir klicken hier drüber, wir können welche Version auswählen. Ich nehme zum Beispiel, das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, ich hatte diese Version gehabt, aber ich mache mal ein bisschen Caspian-Version, das ist die Caspian-Version. Und jetzt finden wir hier, finden wir die ganzen Länder. Und die Länder sind, wo der Download begrenzt. Ich habe Beispiel hier im Aachen gewählt, weil bei mir im Laptop, wo ich es hier rübergeladen habe, und dann hat es geklappt. Und jetzt wird die ISO-Datei heruntergeladen. So, den, ja. Erstens, wir müssen noch ein paar Programme herunterladen. Als erstes braucht ihr den Rufer. Den habe ich auch schon heruntergeladen und installiert. Das Ganze zu zeigen hier, das zeige ich euch kurz mal ganz schnell hier. Rufer starten. Ja. So, Ufer ist am Start. So, jetzt braucht ihr euren USB-Stick. Ich steckte euren USB da rein. So, 32 GB. So, es wird nicht durchsucht hier. Und jetzt muss nur abwarten, dass die Datei heruntergeladen. Das kann ein bisschen dauern. Kommt drauf an, welches Server, wo ihr seid, wo ihr das runterladet oder so. Das kann beispielsweise auch ein bisschen länger dauern. Aber ich habe gedacht, dieses Video war interessant für euch, wo ich das euch gezeigt habe. Einfach dran stecken. Ich kann es nochmal zeigen. Ich zeige es nochmal. Ihr könnt wo dran stecken und dann booten könnt. Und dann habe ich es auch reingekommen. So. Auf mehr Anzeigen. Jetzt muss noch das ganze Cache mal gelöscht werden hier. So, danke. Jetzt geht ganz flott, muss ich sagen. Ist ja fast fertig. Das heißt, es ist fast fertig, der Vorgang. Und jetzt brauchen wir nur dieses Programm und das herunterladen. Ne? Merkt euch das. Das braucht ihr. Jetzt müssen wir abwarten, dass jetzt die Dingsbums heruntergeladen ist. Das kann beispielsweise lange, wie viele Dateien drin sind und so. Aber ist es auch erstmal egal. So. Das ist erstmal hier, das ist die originale Version, die man haben kann. Und ich zeige euch gleich mal was, wie ich das hinbekommen habe. Bei mir war es ganz einfach. Ich habe das einfach nur Sachen befolgt und das Ganze, ja. Dann habe ich das einfach gebootet, dann hatte noch Sachen rübergezogen und dann hatte ich schnell keine Sekunde nicht gebraucht. Also, so, fertig ist die ISO-Datei. So, das machen wir mal minimieren hier, ein bisschen verkleinern hier. Und jetzt zeige ich euch, wie das funktioniert. Also, ihr sucht euren USB-Stick raus, wenn ihr beispielsweise keinen findet. Oder egal. So, wir gehen hier runter auf Optionen. Und jetzt suchen wir unsere ISO. Das ist hier die 64-Bit. Weil ich einen 64-Bit-Rechner habe, habt ihr ein 32-Bit-System, dann 32 auswählen. Habt ihr ein 64, dann auswählen. Ich sag's nochmal. So, das lasst ihr auf Standard. Das. Ich nehme Systemfat und jetzt können wir hier den Vorgang anpassen. Das heißt, wir können alle BIOS machen. Das finde ich also ganz gut, dass alles unterstützt wird. Das ist ziemlich super. Dann können wir auch das ganze Ding anpassen, wie wir das braucht. So, ne? Aber jetzt ist es erstmal egal. Also, so, jetzt wenn wir jetzt auf los geht's starten. Und jetzt wirst du gefragt, ISO im Handel habe ich schon. Und hier steht immer natürlich, hier drunter steht, es steht empfohlen. Dann machen wir es auch empfohlen. Dann müssen wir auf Ja klicken und dann mal auf OK klicken. Weil jetzt lädt es sich, jetzt zieht jetzt alle Dateien. Jetzt muss der USB-Stick, der Teil Systemfat muss jetzt auch, ja, er macht da euer das Ganze und jetzt zieht das Ganze auf den USB-Stick. Und jetzt zieht er die Daten und das kann ein bisschen dauern. Lange, das wie das so lange dauert, das weiß ich nicht. Und das muss Dateien noch reingeschrieben werden. Dann der andere vorgesetzt, das kann ein bisschen lange dauern. Später, keine Ahnung.
Kommt drauf an, was ihr so art. Also vorwichtig, Warnung, alle Dateien, was ihr noch drauf habt, die werden alle gelöscht. Also kurz eine Warnung geben. So, jetzt können wir ein bisschen Wörtervorgang machen. Lalalalalalala. Ja, jetzt, oder machen wir, soll ich hier aktuell mal einen Cut machen? Oder jetzt wird ja irgendwie erstmal das gemacht. Das andere wird gemacht. Dies da wird gemacht. Und so, hier steht auch ISO-Datei kopieren. Also er kopiert aus meiner Download-Ordner. Jetzt packt er diese ganzen Dateien. Und diese Dateien werden... So, es ist fast fertig. Wir sind bald in den letzten Zügen. Das heißt, aktuell bei den letzten Zügen jetzt sind 80% Dings fertig. Und so, keine Ahnung, hat mich irgendwas hat er gemacht. Er hat sich jetzt natürlich in den Wurm gefangen. Aber ich habe mich abgefunden. Ich habe ihn, ja, so, jetzt natürlich bald fertig. Und den könnt ihr euch angucken. Und versucht einfach mal drauf zu booten. Ich mache vielleicht auch mal so ein Video, wie zum Beispiel auch, ich glaube für PCs sind auch so einstellbar, dass man so booten kann. Auch bei Laptops, ich das weiß, auch booten könnt. Aber Forum oder ganz anderen Sachen, wenn man zum Beispiel durchliest, dass die nette Leute nicht keine Ahnung davon haben oder wenig damit auskennen mit solchen Sachen. Die ja natürlich, die ja, die wollen das booten und die bekommen ja das Ganze nur von Windows nur, die wollen das booten und die bekommen Hilfe und so, aber jetzt aber nicht. Es geht hier nicht, es geht hier um, wie zum Beispiel das hier, das Ganze hier draufzieht und so. Und das Ganze euch auch ein Live-System, sage ich vorweg, ein Live-System. Das könnt ihr auch, als wenn ihr Beispiel sagt, hey, ihr habt einen Laptop, da ist Windows drauf und euer Windows will das nicht machen. Bin ich nicht persönlich nicht böse, wenn ihr beispielsweise euer Windows das Ganze auch mit Linux installiert oder so, oder wenn ihr beispielsweise das installiert, dann kann beispielsweise sein, dass das Gerät ja richtig super läuft, aber ihr müsst auch ganze Sachen installieren, sei es Treiber für die Dingsbums und auch andere Sachen. Und das kann ein bisschen lange dauern, weil Linux ist natürlich andere Leute auf Betriebssystemen. Ich das weiß, dass alle natürlich mit den Geschäften auch so arbeiten tun, aber bei mir, jetzt ist es fertig hier und wir klicken jetzt auf Schließen. So, jetzt gucken wir uns einfach mal den Ordner an und wir haben den Ordner hier, das ist hier der mindestens hier drin ist, ne, das sind meine ganzen Dateien und wenn ich das Ganze hier nicht drauf drücken oder so, es muss gebootet werden. Das heißt, hier sind natürlich Sachen drin. Und damit habt ihr das Ganze geschafft. So, jetzt habt ihr natürlich, jetzt müsst ihr einfach neuen BIOS öffnen und den PC neu starten und ihn einfach drinnen lassen. Und dann müsst ihr einfach drauf booten. Und dann habt ihr natürlich ein Live-System, auch Linux auch genannt. Damit könnt ihr es auch installieren, könnt ihr einfach als Betriebssystem auch benennen. Ist natürlich auch alles vollkommen legal. Also ich sag vorweg, ist es alles.